Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia unter neuer Leitung. Nee, die Leitung ist die alte, ist wahrscheinlich das Problem. Aber halt nochmal neu vom Start weg, wenn man so will. So, wir haben da so ein bisschen Eisen und Kohle entdeckt. Die soll jetzt demnächst, das soll jetzt demnächst gewonnen werden, weil wir brauchen natürlich auch entsprechende Waffen. Wir brauchen entsprechende Rüstung. Ja, das wird alles noch ein bisschen dauern, glaube ich. Wie sieht es mit der Steinproduktion aus? Ah, hier sind wir mit Silber schon am Ende. Oha. Oha. Das ist nichts mehr. Ja, dann kann ich das Gebäude abreißen. Wir haben aber halt ein bisschen Silber auf Tasche. Das ist schon mal cool. Das ist heftig. So, wir haben hier einen Steinbruch. Wir haben aber auch hier noch Stein. Ich würde noch einen weiteren Steinbruch bauen wollen. Wir brauchen sowieso noch einen weiteren. Passt der da hin? Warte mal. Ich bin gerade ein bisschen irritiert von wegen mit dem Weg und mit dem Lager. Wieso ist denn da? Du müsstest doch eigentlich so ein Bubel sein. Hm. Ja, egal. Mach das mal so. Dann Anbindung hat er, ne? Also das Zeug kommt da ja, also ist er da ja gelandet und es wird auch ab, also genutzt. Das ist ein bisschen seltsam, aber nun gut. Okay, weiterer Steinbruch. Ist hier immer noch Thema. Wo bist du? Post aus Steinbruch da. Oha. Den kriege ich aber als Locker hier dran. Glaub. Und da ist sogar noch, was sehe ich gerade, da ist Stein. Stein. Okay. Ich habe hier einen Steinbruch. Achso, von wegen Stein, die habe ich da, deswegen, okay. Da kann ich aber das hier hinsetzen. So. Wo ist denn der? Ach, die sind hier, die haben, aber ich habe hier Stein. So. Ja gut, dann sind die halt alle so ein bisschen an einem Punkt, so, ne, aber okay. Ja, egal. Kalkstein. Ich brauche auch noch Kalkstein, fällt mir gerade ein. Die bauen beides ab. Deswegen hatte ich den wahrscheinlich Moment mal dahin gesetzt. Das macht Sinn. Dann machen wir das mal so. So, ja, okay. Was ist mit dem hier? Steinbruch. Okay. Interessant. Dann soll der aber nur Stein abbauen. So. Dann brauche ich... Nein. Auf jeden Fall noch eine Steinmühle. Da führt kein Weg dran vorbei. Die kriege ich ja nirgendwo hingesetzt. Hier würde das eventuell gehen. Jetzt wird es interessant mit dem Weg. Kriege ich da irgendwo noch einen Kontakt hin? Jo, meine Güte, nee. Gut, dann haben wir hier den Bereich entsprechend gut genutzt. Ich glaube, hier wird nicht weitergebaut, weil ich noch die entsprechenden Sachen nicht habe. Hier Holz ist das Thema. Weil einige Gebäude brauchen ja hier eine Zement und so.
Wie sieht es denn hier mit der Holzproduktion aus? Du bist immer noch im Pausenmodus oder bist du schon wieder aktiv? Der ist aktiv. Der reißt nicht alles weg. Der reißt alles klar. Moment, dann setze ich den hier hin. Jetzt bitte aber nur noch erwachsene Bäume fällen. Sonst haben wir mit der Holzproduktion ganz große Probleme. Und ja, da müssen die erstmal klarkommen. So. Ich fürchte, das bringt nichts, aber ich mache das trotzdem. Das ist ein bisschen blöd, ne? Also das hatten wir ja auch schon festgestellt. Wenn ich jetzt hier sage, das bitte nicht irgendwie herstellen, produzieren oder wie auch immer, trotzdem kriegen die entsprechenden Rohmaterialien geliefert. Was an anderer Stelle nicht so war. Ich erinnere da nur ganz gerne mal dran. So, wie sieht es hier aus? Oh, cool, 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 cool. Ich habe hier... Jo. Die Akademie ist im Bau. Wie war das denn? Es gibt so noch diese Garnison, ne? Vielleicht war ich falsch ausgesprochen. Wo ist die? Das ist die Akademie. Nee. Eroberung. Würde ja doch Sinn machen. Militärcamp. Unterkunft von Militäreinheiten, die hierher kommen, wenn sie auf eine neue Aufgabe warten. Das könnte man bauen. Garnison, genau. Wachen können mit Grenzsteinen dein Gebiet erweitern. Alle hier stationierten Einheiten können patrouillieren oder Ziele von hier angreifen. Würde so eine Garnison Sinn machen? Ich meine, ja, mit Sicherheit. Ich die da hinsetze anstelle von Wachtürmen? Bin mir im Augenblick nicht so sicher. Ich speichere mal. Wie speichern? Also einen alten Spielstand überschreiben. Wo bin ich? Da. Okay, speichern. Jo. So, dann lass uns doch mal hier... Wo war das jetzt? Erkundung, Eroberung. Dann lass uns doch mal so eine Garnison setzen. Oder hier? Die Sache mit den Wegen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Problem. Ich die hier hinsetze, ist mir das zu blockiert. Allerdings ist es hier auch nicht viel besser. Wobei ich würde hier vielleicht noch so einen Turm hinkriegen. Ich glaube, ich quetsche die mal hier so in die Ecke. Was eine gute Idee ist, keine Ahnung. Wege dorthin. Kriege ich hier einen Weg durch? Ja. Sehr cool. So, erstmalig, dass ich eine Garnison baue, glaube ich. Ne? Sonst haben wir alles Mögliche schon gemacht in dieser Richtung, aber das noch nicht. Da ist schon wieder irgendwo Gekloppe angesagt. Diese verdammten Banditen. Ne? Aber die sind mir immer noch lieber. Auch wenn die hier die Leute erschrecken und Ärger machen, die sind mir immer noch lieber als irgendwelche Werwölfe. So, da wird wohl schon Eisen abgebaut. Habe ich, ganz andere Baustelle, habe ich schon eine Waffenschmiede, habe ich. Rüstungsschmiede ist im Bau. Kunstschmiede brauchen wir noch nicht. Holzwerkstatt habe ich. Da, Werkzeugschmiede. Alles klar, wo ist die? Da unten. Werkzeugschmiede, das war gut überlegen. Wir haben 12 Schaufeln, wir haben 11 Hämmer, wir haben 3 Äxte, das ist in Ordnung. Wir haben eine Säge.
Lass uns mal eine Säge bauen. Ein Meißel. Lass uns mal vielleicht ein Meißel bauen. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben noch 5 Zangen. Jagdbögen haben wir 2. Angeln, Rucksäcke werden hier hergestellt. Wir hatten mal mit diesen Zangenprobleme, ne? Vielleicht. Zangen, da unten sind die. Immer so 2 Zangen oder 3. Gucken wir mal. Ich will nicht zu viel verbraten von diesen Materialien. Dafür ist das Eisen zu kostbar. Die Waffenschmiede ist mit den Dingen beschäftigt. Die Rüstungsschmiede ist noch nicht fertig. Wir brauchen Zement und da ist die entsprechende. Das ist das Problem. Das entsprechende Gebäude noch nicht fertig. Zimmerer sind unterwegs. Ja. Oh, ich hätte fast vergessen. Ich hätte tatsächlich fast vergessen. Wir brauchen eine Taverne. Nahrung. Wir brauchen eine Taverne. Die Taverne braucht Märkte. Das ist auch nicht so wahnsinnig viel und wir brauchen Sitzplätze. Ich setze die mal hier so hin. Das kann man machen. Ich setze die mal hier so hin. Die Taverne. Dann brauchen wir für die, die braucht, glaube ich, wenigstens 4 Sitzplätze. Die müssen erreichbar sein. Mal so. Okay. So, wir brauchen Märkte. Ohne Markt geht da nichts. Ein Marktstand kriege ich hier hin. Der könnte was anbieten. Wir haben Wild. Was haben wir an Wild? Ziemlich alles. Ne? Wir haben Hasenfleisch, wir haben Wildschweinfleisch, was gut ist, wir haben Rehfleisch. Fisch haben wir noch nicht. Achso, hatte ich schon ausgewählt. Hase, Wildschwein, Reh. Ich gehe erstmal auf Rehfleisch. Rehfleisch ist wichtig für diese Genussnahrungsgeschichte. Dann Moment, weitere Märkte. Achso, Moment, Augenblick. Was ich auch noch brauche, wesentlich wichtiger, ist dieser Brunnen. Der muss relativ zentral so liegen, dass die Märkte, die ich da bauen will, bauen muss, abgedeckt sind. Das geht gerade noch so. Dann setze ich hier den Marktbrunnen hin. Esstisch, Marktbrunnen. Nicht mit der Straße verbunden, das ist schlecht. Was ist denn da passiert? Mit meinem Knickauge wieder nicht aufgepasst. So, jetzt aber. Ein weiterer Marktstand. Einen habe ich, das wäre Nummer 2, 3, 4 und 6. Wir brauchen, glaube ich, wenigstens 6 davon. Das ist der Brunnen. So, Moment. Bevor ich jetzt mit Fleisch weitermache, was haben wir an Produkten aus dem, Moment, aus dem Wald? Ich müsste eigentlich haben Beeren, da ist eine entsprechende Sammelstelle. Dann brauchen wir Gemüse, Getreide. Wir brauchen Brot. Wir brauchen
brauchen Gemüse. Da brauche ich einmal Kohl. Moment, habe ich nichts falsch gemacht. Das ist Kohl. Dann, genau. Dann brauchen wir Gemüse immer noch. Kohl habe ich. Wir bräuchten Kürbis. Und ich würde dann hier noch ganz gerne auf Fleisch gehen. Wir haben das Rehfleisch. Vielleicht ist noch das Wildschwein dazu. Und alles andere müssen wir gucken. Aber jetzt erstmal so das ganz, ganz, ganz Grobe. Baumaterial fehlt. Fehlt denn da Holz? Es fehlt an Holz. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Okay. Okay. Habe ich kein Sägewerk? Habe ich kein Sägewerk? Oh, habe ich vorher schon aber nur eins. Holzfülle. Ah, da ist Sägewerk. Hier ist Holzwerkstatt. Wo ist das Sägewerk? Da ist das Sägewerk. Alles klar. Ah, die kommen so schnell nicht nach. Okay, alles klar. So, wie sieht es hiermit aus? Ist da noch irgend... Ein bisschen reißig ist da immer noch. Okay, alles klar. Dann ist diese Geschichte nach wie vor gegeben. Noch brauche ich dann die Stelle hier nicht, um da selber was zu bauen. Von daher lassen wir das erstmal so. Aber ein zweites Sägewerk wäre mit Sicherheit nicht verkehrt. Kriege ich ein solches hier hin? Das würde gehen. Aber dann kriege ich da nichts mehr anderes hin, das ist auch klar, ne? Es sei denn, ja gut, das habe ich ja so ein bisschen im Griff. Ich setze es einfach mal dahin. Ja. So. Das kann ich so ein bisschen steuern hier mit dem Kollegen hier, mit dem Forsthaus und ihm hier. Ne, dann kann ich das hier wegreißen, wenn ich hier irgendwie einen Weg brauche, hier hin. Um hier noch Sachen bauen zu können. So. Was hat er denn da alles gefunden? Oh, weißt du was? Noch immer zwei Lager. Das sind Naturprodukte, müsste das sein. Genau, ich sehe die noch nicht. Ach, hier. Einmal das. Es geht auf andere Lager nicht. Hallo? Ja, manchmal, ne? Und da, bitteschön. Nee, Augenblick, wo war das jetzt hier? Naturprodukte. Nicht richtig. Steinpilze. Einmal die Pilze und einmal die Bären. Okay. So. Da haben uns wieder die Banditen das Leben schwer gemacht. Wir nehmen langsam überhand hier. Okay, die Schatzkammer ist am Start. Münzschatzkammer. Münzen. Kupfermünzen jetzt erst einmal. So. Die Münzprägerei ist auch beschäftigt und die macht eifrig Kupfermünzen. Das ist cool. Schön. Das haben wir zumindest schon mal. Militärakademie, wie sieht es hiermit aus? Nur noch dunkel. Was brauchen die Nadelholzbalken? Okay. Nadelhölzer haben wir. Kriege ich hier vielleicht noch einen weiteren Holzfäller hin? Einen habe ich da. Das ist der, das ist klar. Achso, der ist der andere. Okay. Kriege ich hier noch einen Holzfäller hin? Das müsste eigentlich gehen. Locker. So.
Ja, viele Sachen, die sind noch, ne, mit ihren Arbeiten beschäftigt, sind noch im Bau und so weiter und so fort. Der ist erstmal mit seinen Sachen fertig, das ist cool. Die Schneiderei sagt mir, sie hat nichts mehr zu tun, da glaube ich kaum. Wo geistern die eigentlich rum? Wie viel habe ich davon? 27 Draufgänger habe ich theoretisch. Die müssten hier irgendwo rum existieren. Garnison ist fertig. Okay, immerhin, dann würde ich die das schon mal unterkriegen. Okay. Habe ich. Achso, die Militärakademie ist ja noch nicht fertig. Schlecht. Schlecht. Holzsperre, habe ich hier irgendwie 10, sagt er mir gerade. Wo ist die Holzwerkstatt nochmal gleich? Das ist die Waffenschmiede, die hat im Augenblick nichts zu tun. Du hast nichts zu tun, sagst du mir. Silberdegen, ja. Wie viel Silberdegen habe ich? Wie einer, der noch umexistiert? Du machst mal so auf Verdacht nochmal 10 Silber. Nee, hier. Silberdegen. Ich weiß jetzt nicht genau, was da passiert ist, aber du machst das erst einmal. So. Okay. Das ist alles nicht so toll. Schneiderei. Dann hast du auch nochmal 10 von den leichten Rüstungen. Und ja, dann war es das für diese Folge schon wieder. Die Zeit ist rum. Und ich schau mal vorsichtshalber. Ja doch, tatsächlich. Die Zeit verfliegt ja wie im Fluge. Verfliegt wie im Fluge. Ja, da sage ich jetzt nichts mehr zu. Ja, vielen lieben Dank für eure Begleitung. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Auch für deine Unterstützung und für deine Begleitung bedanke ich mich recht herzlich. Und wir werden mal schauen, ob wir das jetzt hier so einigermaßen gewuppt bekommen. Also ein bisschen anders läuft es ja schon. Ich denke mal so hier von den, ja, mit dem Bauen und so ist natürlich eine nicht so ganz einfache Sache, aber wir haben so ein bisschen anderen Startpunkt, als wir den vorher hatten. Da ist die Militärakademie gerade noch fertig geworden, das ist auch cool. Sehr schön. Gut, wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin alles Gute und genießt die Zeit.